Willkommen im Guitar Warehouse. Willkommen. Willkommen. Willkommen im Guitar Warehouse. Marcel. Heute Stefan. Eine Runde Nasenbluten mit Plexter. Aus England. Sie ist Besuch heute da. Hier von 15 bis 100 Watt handwired. Artisan-Serie. Auf die Fresse. Ja. Und abnehmen werden wir das Ganze ganz plain mit einem Shure SM57 jeweils. Ja, ja. Da sich ja Kombo-Format und auch 4x12 Zoll Format sonst auch schon sehr unterscheidet, kann man das, glaube ich, am besten als Referenz benennen. Ja, ich denke, man zudem, kann genau, haben auch wir den Einfluss vom Mikro irgendwo einschätzen, weil jeder schon mal einen 57er von der Box hatte. Genau. Als Referenz haben wir hier eine ESP Eclipse aus USA, Sahneschnitte. Passiven Dankens. Exakt, drin. Ja. Eine Ron Wood Telecaster. Oder Telecaster, nicht, aber ja. Eine Ron Wood von ESP. Ich habe die neuen Cordial Road Cable. Die Marcel benutzt das Metal Cable und dann geht das in den Amp Box bzw. Combo über das SM57 in ein Zoom F4. Das ist unser Sound Recording Tool. So viel zur Signalkette. Signalkette, woo! Und die Amps sind völlig wichtig, völlig vergessen. 15, 30, 30, 100 Watt. Und das hören wir jetzt mal an. Here you go. Wir sind fetter jetzt. Ja, im Fernsehen ist jeder fetter, das ist ganz normal. Ey. Die Kamera an, zack, 5 Kilo drauf. Sie sagt mir, wann ich reinkommen soll. Ne? Ja, wie bereits angekündigt, der hat es ein 15 Combo. Hier. Das ist unser erster Kandidat. Genau, genau. Und wir haben... Marcel, komm, spiel einfach mal. Wie man schon, wie sich erahnen kann, ist so, der ist ultra dynamisch, transparent. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Details und drehen einfach mal die Knöpfe, um zu sehen, ob dieses das Sound in Your Head von Blackstar. Es ist auch ein Amp, den man einbrechen muss. Ja, ja, natürlich, der muss damit schon ballern. Richtig geil wird. Die Frage ist nur, das, hier Blackstar, ne, das Sound in Your Head ist ja ein großes, ist eine Ansage, wenn man sich das Panel anschaut. Also, Panel so, Channel 1, Channel 2, das war's, 4 Knöpfe. Jeder Channel hat Volume und Tone. Und, wenn der Philipp die Kamera mal Richtung Schalter bewegen könnte, dann sieht man, dass wir neben Power und Standby noch den Schalter hat hier. 5 Watt, 15 Watt. Wir bewegen uns gerade mal im 5 Watt Modus, weil es ist laut genug. So, Channel 1, High und Low. Unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten. Marcel, hau doch mal in die Tastenseiten. Channel, gehen wir mal in Channel 1 Low, ganz kurz im Gegenvergleich. Channel 2, gleiches Spiel. Den Low-Eingang von Channel 2.
Entschuldigung, aber natürlich kann man auch hier die Kanäle patchen. Wir patchen einmal. Und jetzt agieren die miteinander. Mhm. EQ-Stellung ist mal neutral und Volume, fang an. Philipp klingelt die Ohren mir aus. Brutal, ey. Das waren jetzt, wir haben inzwischen 5 und 15 Watt hinterhergestellt. Der Schluss waren jetzt gerade 5 Watt. Ja. Und das aber in der vollen Sättigung, das hat am, also mit am meisten Bock gemacht, ist, wenn man merkt, dass diese Dynamik. Der bricht halt voll ein so. Der man spielt kräftiger und dementsprechend reagiert der Amp auch, bricht auch kräftiger fängt's ein. Die Ohren brechen auch kräftiger ein. Am Ende zählt natürlich auch der Sound. Und das Ergebnis ist halt einfach hier. Physisch einbrechend, direkt. Man hat auch eben gemerkt, wenn ich daneben gegriffen habe, mich verspielt habe, der Amp verzeiht es einem nicht. Dafür honoriert er mit einem sehr geilen, auch dynamischen Ton halt auch. Also was letzten Endes ja auch daran liegt, dass die Schaltung natürlich ziemlich simpel ist. Und das soll jetzt nicht heißen, dass sie billig ist. Das ist einfach, ist ja manchmal auch besser. Ja, da geht halt Kabel rein, kurzer Signalweg, Röhre, Endstufe, Kabel raus, ruf so, Signal raus. Also, ja, das wäre der 15er. Mit dem rudimentärsten EQ hier im Reigen, jetzt würde ich mal sagen, ey. Man muss dazu sagen, wir haben auch überlegt, Booster zu benutzen, haben das aber erstmal gelassen, weil wir erstmal ein Overview geben wollen über die Verstärker, wie sie eigentlich so pur klingen, genau. Mit einer Humbucker Gitarre. Genau, also einfach so klassisches Classic Rock irgendwie, genau. Einsatz, Sound. Gitarre, Kabel, Amp, yes. Läuft. Was war das für ein Schlag hier? Also, nächster Amp. Ja. Let's go. Der 30er-Kombo ist jetzt der große Bruder von dem hier. Und hat einen deutlich weniger rudimentären EQ. Da gibt es sogar zwei wirklich separate Kanäle. Und hat auch deutlich mehr Power. Ja, also auch nicht nur gefühlt. Ja. Auch da, Marcel, darf ich bitten? Ja. Piano, ne? Es waren jetzt 30 Watt im Clean-Kanal. Ja. Mit schön gut hier erkennen der 5 Stufen Bass Shape Schalter. Hä? Ja, gib mir Bass. 5-stufig. Ja. Ist egal. Dir. Hauptsache ballert. Ne? Ja. So, auch hier gibt es einen Low-Kanal, den wir jetzt der Vollständigkeit aber auch mal knüppeln. Marcel, bitte. Ja. Also 30 Watt, aber man hört schon einen deutlichen Unterschied. Der hat weniger Gain einfach. Trotzdem sehr dynamisch. Unbenommen. Menge Power. Dann lass uns mal auf 10 Watt schalten und dann in den zweiten Kanal gehen, der mit Volume, Treble, Middle, Bass einen klassischen EQ hat. Also, ich erzähl's dem Philipp. Einen klassischen EQ hat. Ja.
Ein Voice-Schalter, Bright Warm, also wenn es hier kalt ist, ne? Ja. Und halt Gain so. Ja? Ja? So. Und dann gehen wir da mal. Moment. Ich mach gar nichts. Ja. Ich habe nichts gemacht. Bitte. Mhm. So, EQ-Stellung neutral so. Bright. Gain. Boah, Viertel. Bereit? 10 Watt. Ja. Na dann. Ah, geil. So. I like. Low. Gleiche Stellung wie eben, 30 Watt, Low Channel. Wir patchen mal. Mhm. Effekt ist hier nicht ganz so deutlich wie beim anderen, aber er ist hörbar. 30 Watt wieder. Gib ihm. Ab zum Top-Teil. Hier die Top-Teil-Version vom. Da. Also da. Hier, da. Die Top-Teil-Version vom 30-Watt-Kombo, den wir hier haben. Gleiche Ausstattung, gleicher EQ, aber jetzt eben halt mal mit schon mal satten 412 von unten dran. Denke, darf ich bitten? Ja. Ah, sorry, mein Fehler. Ah, kacke. Das waren jetzt 10 Watt. Jetzt machen wir 30. 30 Watt hier, EQ bleibt unverändert. Grenzt jetzt fast schon an Körperverletzung. 10 Watt. Erster Körper. Mal ganz aufdrehen. Nee, Levan, wir hatten schon eine Power Soak eigentlich. Ja, ja, aber. Wir hätten eine Power Soak nehmen können. Aber hätte Fahrradkette, machen wir haben nicht genommen. Los jetzt, Spiel. Das hat aber jetzt Spaß gemacht. Ja, schon. Jetzt wird es doch witziger. Hm?
So pervers. Ist geil. So, jetzt mal zweiter Kanal. Low-Eingang. Der Vollständigkeit halber. 10 Watt, Low-Eingang. Ich finde ja, dass der in dem Low-Eingang irgendwie ein bisschen lebendiger ist, so, wenn du laut machst. Der irgendwie atmet der ein bisschen mehr, aber vielleicht kommt es mir auch noch so vor. Was? Zweiter Kanal, High Input, Gain, Voicing, Bass, Middle, Treble, Volume, 10 Watt, denke. Was? Englische Einstellung. beeindruckend. Hä? Ja, ja. Okay. Hat mir am besten gefallen, aber nur um das mal zu beschreiben, die physische Gewalt, die gerade auf mein rechtes Ohr eindringt, wir haben natürlich Gehörschutz drin. Natürlich, unsichtbar. Den sollte man auf jeden Fall tragen, wenn man auf diese kurze Distanz, nicht so wie unser Kameramann Phil, der verzichtet. So viel zum Thema Gehörschutz. Kinder, macht das nicht zu Hause. Das hier ist... Jetzt geht noch, jetzt. Lass mal zum 100er gehen. Da holen wir dann noch die Power-Sorg. 100er? Nehmen wir, komm. Die only Power-Sorg. Bitte. Ist die Power-Sorg jetzt dran? Ja. Klar ist die Power-Sorg dran. Nein, Marcel, warte, ist natürlich nicht dran. Ein Witz, entspann dich. Mach mal aus, bitte. Mach mal aus. Es ist aus. Alles. Um den Marcel zu töten, Power Sog, Torpedo Captor, der zieht uns 20 dB ab. Sagt er jetzt, pauschal. Wir haben das eben schon mal ausprobiert. Da war der nicht dran. Ja, aber es war doch schön. Jetzt, wie kommt das da hin? Ja, ja, ja. Input, bada buff, bada bang. So, bada buff, bada bang. Zap, ja, zap. Wir schließen gerade. Zap, zap, probier mal aus, ob ich das alles mal ein bisschen überbrückt. Ja, bist du fertig? Mach mal an, ja. Wenn wir gleich sehen, wenn es raucht, war es falsch, schon Kabel. Wenn es nicht raucht, war es gut. Ich mach mal alles an. Mal an. There you go. Wir sind jetzt beim 100er. Entschuldigung, wir sind beim 100er, 100 Watt Head. Der eine neue EQ-Sektion hat. Wir haben zwei Kanäle mit zwei getrennten Volumes. Dann Bass, Middle, Treble, Volume und Presence. Und hier so ein, nicht Volume, so ein Voice-EQ-Schalter. Mhm. Vier Stufen. Jeweils zwei Eingänge pro Kanal. Und der Marcel spielt jetzt einfach mal bitte im ersten Kanal. Bisschen was. Channel 2, Low Input. Gehen wir mal in den zweiten Channel. We'll be right back.
Ich würde mal das mal patchen. Sehr, sehr gut. Danke. Die Scheiße da rein. Moment. Jetzt haben wir beide Kanäle gepatcht. Jetzt agieren die miteinander und ich kann so die EQs ein bisschen effektiver nutzen. Bitteschön. War jetzt deutlich leiser als ohne Pause. Ich würde sagen, jetzt mal zum Abschluss noch einmal Nasenbluten. Klar, warum nicht? Für die große Bühne. Oh ja, Momentchen. Fürs Team. Nimm ihn. Stellst du dich wieder hinter den Verstärker? Ah, das ist eine gute Idee. Immerhin steht der Füll noch hinter der Kamera. Komm, ich komme mit vor. Kacke, das wird echt laut. Na, spiel mal. Das war laut. Klingeln die Ohren. Marcel! Marcel! Hartesan! Blackstar! Ja, was? Ja, laut war's. Handwired Artisan aufs Maul, kurz charakteristisch in meinen Augen. Ja. Also rollende Mitten. Und vor allem, ganz krass so, im Gegensatz zu vielen anderen so, sag ich mal, ein Kanal und Handwired direkt so mit 4 Eingängen. Fand ich die Dinger relativ oder ziemlich flexibel sogar, relatives Quatsch, die waren ziemlich flexibel. Also überschaubar effektiv. Und ich drehe am EQ und es passiert was so, das gibt es nicht immer bei jedem Amp so. Von daher, hoffentlich es war uns genauso fest wie uns hier. Feierabend! Was? Feierabend. Ja, Feierabend.